habe, die Jüngeren. Welche Tonart haben wir hier? G-Dur. G-Dur, nicht ein Kreuz, das ist keine Tonart. G-Dur ist ein Ton. Ja. So, und so hört das Orchester auch auf. Den Grundton, ne? Als obersten Ton. Aber ihr habt nicht den Grundton, sondern was habt ihr? G-Dur. Ja, und was ist das zum Grundton? Was für ein Intervall? Randolph? Was? Was? Ach. Quinte! Jetzt fangen wir nochmal an, von vorne, einen Takt vorher. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass in dem sehr gedrängten und sehr druckvollen Alltag der Thomaner die Arbeit mit den Jüngsten zu kurz kommt. Deshalb nehme ich mir jeden Tag die Neuen vor, die eigentlich moralisch immer aufzubauen und immer drauf zu stoßen, das müsst ihr noch können. Und ich weiß ganz genau, dass ihr das noch nicht könnt und da müssen wir noch arbeiten. Und ich beobachte euch dauernd. Das ist völlig falsch. Noch ein Versuch. Und? Naja, es ging bloß immer langsamer, wurde immer langsamer. Alle jetzt. 72. Und? Jetzt 83. Das ist der Abschluss. Und. Wir müssen das beweisen, dass ich mit den vier Zahlen, mit den drei Zahlen, vier unterschiedliche Gleichungen bilden kann. Manche Eltern denken am Anfang, wie soll man das schaffen, die Schule und nebenbei noch das Singen oder andersrum, das Singen und nebenbei noch die Schule, das ist für die meisten unbegreiflich, wie man das macht. Weil wenn wir auf Reisen sind, verpassen wir den Stoff und müssen den dann sozusagen eigentlich in kürzerer Schulzeit wieder nachholen. Und dann dazu noch, dass wir eigentlich am Tag völlig beschäftigt sind mit Proben und mit Musikinstrument. Und dann noch den Stoff nachzuholen, dann noch den zusätzlichen Stoff, den man gerade behandelt, alles drauf zu haben, das ist relativ schwierig. Das ist wohl ein großes Problem für die Schule eher als für die Thomaner. Denn die Lehrer müssen zweigleisig fahren. Sie müssen ihre normalen Schüler, die sie in einer normalen Klasse haben, zu anderen Zeiten mit ihrem Stoff unterrichten als die Thomaner. Und die Thomaner müssen halt kompensierter und komprimierter Unterricht bekommen. Also dafür sind die Sonderklassen ja da. Der Kegelmandel, das ist ja für uns das Wichtigste momentan, ist ein Kreisausschnitt. So, und der Radius dieses Kreisausschnittes stimmt überein mit der Mantellinie S. So, das haben wir.
Ich lege in erster Linie Wert darauf, dass die Kinder zu ihrer Arbeit im Chor bei mir sozusagen das Handwerkliche lernen oder Mundwerkliche. Die Lippenkranzmuskulatur, die muss wirklich aktiviert sein. Das ist das verlängerte Ansatzrohr. Also wolltet ihr Hallo rufen. Und da muss aber die innere Weite noch erhalten bleiben. Und das könnt ihr hier, wenn ihr hier... Ich lerne ja auch hinzu. Ist ja nicht so, dass ich also mit fertigen Bildern hierher komme, sondern ich muss auch immer wieder überlegen, wie bringe ich das in einer kindgerechten Sprache auch den Jungs nahe. Wir brauchen hier Jungs, die mit sensiblen Tönen und einer sensiblen zwischenmenschlichen Sprache, auch musikalischen Sprache, umgehen können. Und das geht fast nur, wenn sie auch aus dem Umfeld kommen. Es gibt ja jetzt die segensreiche Einrichtung, dass sozusagen eine Klasse gebildet wird, die nicht direkt zum Thomanerchor gehört, sondern sozusagen ein Testjahrgang ist, nämlich schon mit der dritten Klasse.